Heute besprechen wir den entscheidenden Schritt, den jeder beim Lernen übergeht. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute mal mit einem Thema, was sehr wichtig sein kann für deine Zeit in der Oberstufe und schlussendlich auch fürs Abitur. Weil Lernen ist natürlich der zentrale Bestandteil deines Alltags als Abiturathlet. Und dann ist natürlich die Frage, wie lerne ich denn am besten? Und dazu habe ich schon einige Videos gemacht, findet ihr auch alle hier rechts oben im i in unserer Lern-Playlist. Also ich glaube, die heißt irgendwie Oberstufe Lernen, in Klammern aber richtig. Das heißt, alles, was du dazu wissen musst, findest du da. Das heißt, wenn dich das jetzt gleich interessiert, klick gerne da drauf, schau dir die Videos durch, merkt ihr das als für später ansehen oder was auch immer. Es wird sehr wertvoll für dich sein. Jetzt aber erstmal ganz konkret und spezifisch mal noch auf einen Punkt, den ich immer wieder sehe, dass Leute einfach nicht machen, der aber super wichtig ist. Und zwar ist es der Abruf der Information. Das ist der allererste Schritt der AI-Methode. Die AI-Methode ist die kompletteste Lernstrategie, die ich für mich und dann schlussendlich auch für euch entwickelt habe. Auch die ist in dieser Playlist drin. Wenn ihr das spezifisch anschauen wollt, klickt einfach hier rechts oben nochmal auf das i. Da kommt jetzt AI-Methode. Das heißt, da könnt ihr dann das Video explizit anschauen, wo ich das nochmal erklärt habe. Aber es ist super wichtig, dass du diesen ersten Schritt der AI-Methode wirklich ernst nimmst. Und den kannst du unabhängig davon, ob du konkret die AI-Methode anwendest oder nicht, verwenden. Und ich möchte erklären, warum das so unfassbar wichtig ist. Der Abruf der Information bedeutet, dass wenn wir normalerweise lernen, was machen wir denn? Ja, keine Ahnung, wir suchen uns hier, ich meine, es ist jetzt die Zeitung, aber why not? So, du nimmst dir dein Blatt, dein Buch, dein Heft, dein was auch immer, womit du lernst, und fängst an zu lesen. Ja? Du fängst einfach an zu lesen. Okay, hier jetzt Sport, Überflieger Kobayashi. Erstmal seit Thoma und Weißflug schaffen es zwei Deutsche unter die ersten drei bei der Vierschanzentournee. Was auch immer, keine Ahnung, warum das jetzt hier liegt. Aber du fängst einfach an zu lesen, ja? Du fängst einfach an zu lesen. Du liest es einfach durch, denkst du, ja, ich lerne, weil was wir, so hat es die Schule uns leider beigebracht, was wir unter Lernen verstehen bedeutet, ich nehme Informationen und packe sie in meinen Kopf rein. Aber das ist ja eigentlich vollkommener Schwachsinn. Also natürlich ist es teilweise wahr, aber es ist nicht die effizienteste Art und Weise zu lernen. Natürlich muss es ein Teil sein, deswegen ist es auch des Wiederholens auch zweiter Schritt der AI-Methode, aber der allererste Schritt bei der AI-Methode ist der Abruf der Informationen. Das bedeutet, anstatt dass du versuchst, Informationen, die vor dir liegen, in deinen Kopf reinzupacken, versuchst du mal die Informationen, die in deinem Kopf sind, rauszupacken. Jetzt kann man sich denken, ja, hey Leo, ja, warum soll ich das machen? Das ist doch nur das, was ich in der Prüfung machen soll. Ich muss doch Informationen, die vor mir liegen, in meinen Kopf reinpacken, damit ich sie dann in der Prüfung rauspacken kann. Was bringt es denn jetzt, wenn ich sie jetzt aus meinem Kopf aufs Papier oder wie auch immer abrufe, von meinem Gehirn her drauf zugreife? Ganz einfach. In unserem Kopf, in unserem Gehirn gibt es etwas, das nennt sich Mediatoren. Mediatoren sind im Prinzip die, wie soll man es möglichst einfach erklären, einfach so Punktstellen, die sozusagen dafür da sind, gewisse Abrufreize zu verarbeiten und sozusagen, es ist, stell dich einfach vor, wie du hast eine Matheaufgabe, ja, du hast eine Matheaufgabe und dann sind die Mediatoren dafür zuständig, quasi zu gucken, wo, welchen Punkt, welches Teil deines Gehirns, welche Gedächtnisspur, das heißt, welchen Informationspart brauchen wir da? Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, die binomischen Formeln oder was auch immer. Das heißt, die Mediatoren könnte ich im Prinzip forschen. Ich stelle mir das immer vor wie so eine psychische Hand, die so greift nach irgendwas. Das heißt, oh, ich will die Informationen, wir brauchen die Informationen. Und diese Mediatoren, die kannst du sozusagen hungrig machen auf die Informationen, die du dir anschließend, zweiter Schritt der AI-Methode, in den Kopf packst. Sprich, dadurch, dass du als allererstes mal die Informationen abrufst, das ist da ein konkretes Beispiel dafür, zum Beispiel du hast, bevor du irgendwas machst beim Lernen, würde ich dir vor jeder Klausur empfehlen, bevor du irgendwas machst, nimm dir ein, hoffentlich steht jetzt keine Adresse drauf, ja. Nimm dir ein komplett weißes Blatt, ja. Nimm dir einen Stift und fang an, alles aufzuschreiben, was du weißt. Ich würde sagen, ja, Leo, hey, aber ich weiß doch gar nichts. Das ist der Punkt. Versuch einfach alles aufzuschreiben, was du weißt. Du hast bestimmt durch die Mitarbeit schon ein paar Dinge aufgenommen. Versuch einfach genau die aufzuschreiben. Was du dann machst, ist, du gehst weiter. Du, keine Ahnung, wenn ihr jetzt über die Vierschanzentournee, nehmen wir irgendein anderes Thema,
nehmen wir wieder die verdammte Zelle in Bio, ja, dann schreibst du halt auf, okay, wir haben auf jeden Fall, Stoff der Klausur wird auf jeden Fall die Zelle. Dann sagst du, es gibt eine Pflanzenzelle, es gibt eine Tierzelle. Dann zeichnest du dir die Tierzelle auf und sagst, okay, was ist da drin, was ist in der Pflanzenzelle drin, bam, 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 bam. Vielleicht weißt du manche Sachen, vielleicht weißt du manche Sachen nicht. Es geht nicht darum, dass du das dann perfekt machst, es geht nur darum, dass du deine Mediatoren, also die Sachen, die diese Schaltstellen, die sozusagen dafür zuständig sind, genau diese Informationen aus deinem Kopf eben auf diese zuzugreifen, um sie dann abzugeben, dass du die hungrig machst und dass du sie im Prinzip auch darauf primest, eben genau diese Information, ja, auf diese auch sich zu fokussieren. Weil du musst mal vorstellen, wie viele Sachen weißt du denn? Ja? Keine Ahnung, wenn ich dich jetzt frage, wo schwimmt ein Goldfisch? Dann wirst du sagen, ganz einfach, im Wasser. Aber du wusstest eigentlich, du wusstest es zwar die ganze Zeit schon, aber wirklich wissen, wusstest du es eigentlich erst in der Sekunde, wo ich dich gefragt habe, weil dann deine Mediatoren genau auf diesen Punkt zugegriffen haben. Jetzt ist sowas wie, wo schwimmt ein Fisch, eine Sache, die ist einfach sehr alltäglich oder die kennen wir, wissen wir schon so lange. Mit Stoff ist es aber so, also wenn du neue Dinge in der Schule lernst, was einfach super neu ist und du hast super viele neue Informationen, die sind noch nicht so stark abgespeichert. Das heißt, die Gedächtnisinhalte sind etwas instabiler und dann kann es leicht passieren, dass wenn unsere Mediatoren nicht darauf geprimed sind, dass eben wir auf diese Informationen nicht so gut zugreifen können. Deswegen der ganz entscheidende Punkt, versuch dir, bevor du irgendwas lernst, diese Sachen aufzuschreiben. Das heißt, die Sachen, die du später lernst, versuchst du dir davor schon aufzuschreiben. Was passiert dadurch? Erstens, du merkst, an welchem Level du bist. Du merkst, an welchem Standpunkt du bist. Also kann ich schon voll viel und muss eigentlich gar nicht mehr so viel lernen oder kann ich eigentlich gar nichts? Und auch das ist super wichtig, weil oft denken wir, oh, ich kann gar nichts und dann können wir es doch besser. Oder denken, ah ja, kann ich easy und dann haben wir noch riesengroße Lücken. Und dadurch, dass du das allererstes machst, hast du dafür schon mal ein gutes Gefühl. Zweitens machst du eben deine Mediatoren hungrig. Ja, du machst dich selbst hungrig, weil wenn du versuchst, wenn du einfach nur lernst, sagst du, oh, ich muss wieder lernen. Aber wenn du davor schon versuchst, hast die Information abzurufen, also zum Beispiel alles aufzuschreiben, was du weißt, deiner Mutter zu erzählen, keine Ahnung, was ihr gerade in der Schule gemacht habt. Oder du auch versuchst vielleicht in Mathe schon mal direkt Aufgaben zu machen. Auch das sind Abrufinformationen. All die Dinge, wo du Informationen aus deinem Kopf nach außen bringen musst, all das ist Abruf der Information. Deswegen, wenn du das zum Beispiel machst, wirst du selbst viel motivierter sein, weil du merkst, okay, fuck, hier weiß ich irgendwas noch nicht. Welche Informationen brauche ich dafür? Und du bist beim anschließenden Lernen so viel zielgerichteter. Und der dritte Grund, warum du das unbedingt machen solltest, ist, weil der Abruf der Information ernsthaft nicht nur hilft, um es später erneut abzurufen, sondern auch dauerhafter diese Information abspeichert. Wirkt erstmal paradox, aber man hat das insofern nachgewiesen, dass eben, es gab zwei Gruppen, beide Gruppen haben im Prinzip den exakt gleichen Text bekommen, von mir aus hier über Kobayashi und die Vier-Schanzentournee. Übrigens, wer von euch schaut eigentlich gerne Sport im Fernsehen? Das würde mich voll interessieren. Schaut ihr noch Fernsehen? Schaut ihr Sport im Fernsehen? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Weil ich habe das früher immer gemacht, meine Family. Vor allem mein Dad und mein Bruder, wir haben das die ganze Zeit gemacht. Fand das immer super spannend. Ich finde Sport nach wie vor super, spannend. Deswegen auch Abiturathleten. Aber back to topic. Ja, dann gab's, die haben irgendwie so einen Text bekommen, ja. Und dann cutten den Text gar nicht. Die eine Gruppe liest ihn sich einmal durch. Die andere Gruppe liest ihn sich einmal durch. Ab dem Zeitpunkt liest sich die Gruppe A den Text nochmal durch, nochmal und nochmal, also drei weitere Male, insgesamt also viermal einfach stumpf hintereinander durchgelesen. Die andere Gruppe liest ihn einmal und muss dann bei den weiteren drei Durchgängen, bekommt den Text nicht mehr, sie ihn nur ein einziges Mal durchlesen können. Müssen sich in den drei folgenden Durchgängen, wo die andere Gruppe den eben nochmal durchliest, müssen die sich selbst nochmal aufschreiben, was sie aus diesem Text noch wissen. Das wurde natürlich auch da immer weniger. Und dann hat man geschaut, nach 5 Minuten des letzten Durchgangs, welche Gruppe weiß besser Bescheid. Und surprise, surprise, es war natürlich die Gruppe, die sich das Ganze 4-mal durchgelesen hat. Warum? Ist logisch, wenn du gerade was 4-mal durchgelesen hast, wirst du viel mehr die Informationen drin haben, als wenn du sie nur einmal durchlesen konntest und danach nur wieder aufschreiben musstest, was du davon noch weißt. Jetzt aber der crazy Part. Das ist nämlich auch die Gefahr. Dadurch, dass wir so kurzfristig beim Lernen denken, wir lernen und gucken wir, okay, wir weiß ich noch, und dann so unterbewusst, dann merkst du, ah ja, okay, voll gut. So, ich kann voll viel. Aber genau das ist das Problem. Weil, was die Studie dann nämlich gezeigt hat, wenn du nach einer Woche weder Gruppe A noch Gruppe B hatten irgendeinen weiteren Kontakt mit diesem Text, wenn du dann nochmal abgefragt hast, wie viele diese Gruppen wissen über den Inhalt des Texts, war die Gruppe B 50% besser. Und das ist crazy. Das bedeutet, die Leute, die haben sich nur ein Viertel so oft durchgelesen, ein Viertel so oft,
Die andere Gruppe viermal so oft. Aber dadurch, dass sie sich dreimal wieder aufgeschrieben haben, sind diese Informationen viel fester in ihren Kopf gekommen. Deswegen unbedingt denk dran, die Informationen, bevor du anfängst zu lernen, abzurufen. Das kann dein ganzes Lernen komplett verändern. Es ist nicht einfach, weil es wesentlich anstrengender ist, sich konkret zu überlegen, warum, was ist es denn eigentlich, was aber eben das Ganze auch wieder noch tiefer verarbeitet. Deswegen bitte überspring diesen Schritt nicht, sondern mach den. Du wirst wesentlich besser und effizienter lernen und somit wesentlich bessere Noten in der Oberstufe erzielen, was schließlich hier auf diesem Kanal unser Ziel ist. Deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo.